So, da sind wir schon wieder zurück, nämlich mit der vorletzten Aufgabe. Füge Gegnern Schaden zu, während du im Wasser bist. Also, wir müssen 500 Schaden machen, indem wir im Wasser sind. Nicht unter Wasser, sondern einfach im Wasser stehen, so dass wir, ich denke mal, dass es so gemeint ist, dass wir wirklich im Wasser sind und nicht nur die Füße im Wasser, sondern so, als wenn wir schwimmen würden. So. Aber bevor wir damit anfangen, erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal, ist jetzt nur an die Neuen gerichtet. Um was geht's bei mir? Ihr seht schon, ich lade alle Missionen hoch. Bei mir gibt es Custom Games mit Preisgeldern. Ja, mit Preisgeldern, also bei mir kannst du auch Geld gewinnen. Und wir machen Skin-Verlosungen. Wie du siehst, ich habe 530 V-Bucks jetzt, ich habe aber auch Rette die Welt. Und da sammle ich natürlich immer schön durch die V-Bucks-Missionen. V-Bucks dazu, plus die Tagesaufgaben. Falls du nicht genau weißt, wie das Ganze funktioniert, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, kauft euch Rettet die Welt. Wenn ihr euch vorhabt, V-Bucks zu kaufen, nein, kauft euch Rettet die Welt. Ihr braucht keine V-Bucks mehr kaufen, glaubt es mir einfach. Also meine Community kann da bestätigen, mit Rettet die Welt kannst du ordentlich V-Bucks machen. Natürlich nicht, wenn du auf der Switch bist oder auf dem Handy, dann geht es natürlich leider nicht. So, was musst du tun, um bei den Custom Games dabei zu sein und den Skin-Verlosungen? Eigentlich nur drei Sachen. Nämlich den Kanal abonnieren. Ist, denke ich mal, noch einfach. Die Glocke aktivieren. Aber halt, die Glocke aktivierst du nicht für mich, sondern für dich selber. Weil täglich im Shop-Video werde ich bekannt geben, ob wir heute einen Skin verlosen oder nicht. Beziehungsweise, dass wir die 800 V-Bucks erreicht haben. Das Ganze entscheiden wir dann immer zusammen, ob wir den Skin verlosen oder eben nicht. Weil es kommt ja immer darauf an, was für ein Skin ist. Es gibt halt auch 800 V-Bucks-Skins, die sind halt nicht so toll. Und dann gibt es natürlich die deutlich besseren. So, dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn wir befreundet wären. Wie geht das Ganze? Ach, wir sehen gerade, Dark Slicer, Grüße geht schon mal raus. Er hat mir gerade eine Freundschaftsanfrage geschickt. Das Ganze musst du bitte auch machen, falls du einen Skin gewinnen willst. Nämlich einfach YT-FamilyHack. Dann, warum musst du das machen? Ich werde es dir direkt zeigen. Aber ich möchte dir noch gerade was anderes zeigen. Wir sind inzwischen jetzt fast 900 Leute. Also Grüße gehen da auch an jeden Einzelnen raus. So, warum die Freundschaftsanfrage? Ganz simpel. Epic Games hat sich dazu entschlossen, alle müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein. Du siehst zum Beispiel hier, könnte ich die Skins ohne Probleme verschenken. Gut, 600, das geht. Aber eben nicht hier. Da kann ich klicken, wie ich will, da passiert gar nichts. Weil ich mit ihm halt einfach 48 Stunden noch nicht befreundet bin. Deshalb gerne die Freundschaftsanfrage rausschicken, ist nur zu deinem Vorteil. So, wenn du mich noch mehr unterstützen willst, nicht nur mehr Mabu, nicht nur in Livestreams dabei sein, sondern gerne auch noch finanziell, dann trag einfach meinen Creator-Code ein, YT-FamilyHack. Grüße geht da auch nochmal an jeden raus, der es einträgt und mir sogar auf Insta postet. Grüße gehen da wirklich raus. Also vielen, vielen Dank. Ihr macht das Ganze halt möglich, dass wir die Custom Games machen können mit Preisgeldern. So, guck doch immer nach, ob der noch drin ist. Bei mir war er heute nämlich schon wieder draußen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Runde. Und wir müssen Schaden machen aus dem Wasser. Dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, wir fliegen direkt zu dem Haus am See da. Also wo quasi das komplette Wasser quasi hinführt. Weil da müssten wir eigentlich die meisten Gegner finden. Aber wir gucken mal, wie die Zone ist, weil wir hatten eine Runde, die war in Wading Woods. Und da ist jetzt ziemlich viel Wasser, also da war ziemlich viel los. Aber da konnte ich die Aufgabe noch nicht machen, beziehungsweise wollte die Aufgabe noch nicht machen, weil ich euch natürlich genau zeigen wollte, wie das Ganze funktioniert. Und nicht einfach nur sagen, ja, geht unter Wasser, schießt ein bisschen auf Gegner, bis ihr 500 Schaden gemacht habt, dann habt ihr die Runde fertig. Wir werden es jetzt einfach mal ein bisschen auf Krampf probieren. Ich würde sagen, ja, die Frage ist halt echt, wo geht die Zone hin? Wir müssen halt schon ziemlich in der Mitte sein. Das Hauptproblem ist natürlich, wo die Endzone ist. Wir probieren einfach mal Salty hinzugehen. Weil am besten wäre, wenn die Zone wirklich jetzt hier in der Mitte wäre irgendwo. Oder wo auf jeden Fall Wasser in der Nähe ist.
Und am besten holt euch entweder einen Sniper mit oder halt eine AR. Weil eine AR, damit könnt ihr halt noch auf Distanz ein bisschen was machen. Am besten natürlich Scar, aber die findet man natürlich nicht immer. Außer wie ich heute, zweimal direkt nebeneinander in der Kiste. Ah, die Zone ist okay. Die Zone ist okay. Definitiv. Können wir jetzt erstmal ein bisschen fahren. Die fallen auf dem Dach, Dankeschön. Können wir erstmal ein bisschen Munition farmen. Weil da werden wir halt ein bisschen tricksen müssen und viel aus der Ferne schießen müssen. So, jetzt bitte in das Gar. Ja, das ist die Waffe, die ich überhaupt nicht haben will. Ich mag diese Waffe überhaupt nicht. Also das ist eine Waffe, die können sie echt aus dem Spiel rausholen. Ich würde direkt sagen, ja, Dankeschön. Ich weiß nicht, ich komme mit dieser Waffe einfach absolut nicht klar, ey. So, hier mal schnell durchtriggern, nochmal 50 Leben mitholen auf Ehre. Ja, Pistole ist auch besser als nix. Weil wie gesagt, alles mitnehmen, was Schaden machen kann. So, haben wir hier noch eine AR? MP ist natürlich nicht gerade das Beste. Gerade mal gucken, hier müsste eigentlich. Ja, ist gut, wir haben wieder Donnerstag, ich weiß es. Und wie gesagt, wenn ihr halt wissen wollt, wie das genau geht, ihr dürft auch gerne vorspielen, um Gottes Willen. Also, wenn ihr nur wissen wollt, wie ich das gemacht habe, spult auch gerne vor. Wir sind halt jetzt erstmal Munition ein bisschen am Sammeln und suchen uns halt noch eine vernünftige. Ja, aber hier sieht es echt bescheiden aus. Ich finde auch keine Pump. Ja, das ist eine normale Pump. Wir dürfen halt auch nicht zu viele Kisten aufmachen, weil die Aufgabe will ich euch natürlich auch noch zeigen. So, aha, da haben wir doch das, was ich wollte. Mehr brauche ich doch eigentlich schon gar nicht. So, ich nehme trotzdem noch die Pistole mit. Weil mit der Pump werde ich, glaube ich, nicht viel machen können. Deshalb habe ich die nämlich auch erst gar nicht mitgeholt. Ah, war die Kiste doch hier oben? Ich meine, nur ein Darstellungsfehler oder wo ist die Kiste? Kiste? Keine Ahnung. So, Metz haben wir jetzt auch schon einiges. Mal gucken, vielleicht finden wir unterwegs schon einen Gegner. Weil mir ist schon aufgefallen, die Leute schwimmen echt deutlich mehr als vorher im Wasser. Weil 500 Schaden ist halt schon ein bisschen was und gerade auf Distanz haben natürlich einige Probleme. Aber wir gucken einfach mal, wie es zum Beispiel hier hinten aussieht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwo einen Gegner abgegriffen. Aber wie gesagt, im Endgame dürfte das jetzt eigentlich kein Problem sein, weil die Zone relativ mitspielt. War hier wieder eine Schneeflocke? Ne, das sind Blüten. Ich hoffe ja dauernd noch auf das Winter-Update, aber irgendwie will da nicht wirklich was passieren. So, hier haben wir schon mal keinen Gegner. Das ist schade. Also wie gesagt, so müsst ihr halt im Wasser sein und so Schaden machen. Aber das werde ich euch gleich noch zeigen, weil da wo die Endzone ist, es wird zu 100% funktionieren. Ich hoffe halt nur, dass wir genug Munition haben. Das ist halt das Einzige, was mir gerade so ein bisschen Sorgen macht. Also hier sehe ich noch keinen. Kommt er mit dem Boot? Ja, er schwimmt einfach woanders hin. Oder fährt. Ich hätte mir vielleicht eine Angel mitnehmen sollen. Ah, da oben haben wir einen. Na, ah, der ist aber zu weit weg. Dem ist halt im Wasser auch. Es ist einfach nervig. Das Problem ist, weil die jetzt höher sind als ich. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich wirklich hinschieße. Ah, da haben wir 26, da haben wir sogar den Kill. Ja, töt mich ruhig, ist nicht schlimm. Lol, ich sehe nichts durch das Wasser. Vor allem, wieso hat es nicht gezählt? Hallo? Schadensanzeige? Also, wenn ich nicht im Wasser war, dann weiß ich nicht, wer im Wasser war. So.
Jetzt hoffe ich halt echt, dass hier welche am Wasser rumgeiern. Die am besten auch die Aufgabe machen müssen. Vor allem, ich bin noch im Wasser. Lol. Kann mir einer sagen, was ich hier falsch mache? Während du im Wasser bist. Auch das hat gezählt. Muss der Gegner auch im Wasser sein? Weil so komme ich mir gerade vor. Warte mal, gucken, ob hier einer ist. Weil ich habe jetzt eben schon mal Schaden gemacht, schon zweimal jetzt. Aber mir kommt es vor, als müsste der Gegner dann auch im Wasser sein. Oh Gott, das macht die Aufgabe natürlich noch schwieriger, als sie eh schon ist. Vor allem haben wir hier noch irgendwo Munition. Hier haben wir schon mal keinen, der irgendwie rumgeiert. Das, ich sage, die Aufgabe ist nicht einfach. Ob hier noch einer rumgeiert? Also wir haben es ja jetzt gerade gesehen, man muss anscheinend im Wasser sein. Oh je. Da tun mir schon wieder ein paar kleine Kinder leid, die die Aufgabe anscheinend anders lesen, so wie ich sie natürlich auch gelesen habe. Seid meine Helden. Ja, ja. Oh, jetzt schwimmt hier keiner im Wasser rum. Tu es nochmal. So sehe ich natürlich gar nichts. Jetzt habe ich zwar den Kill gemacht. Und ich wette, es zählt wieder nicht. Nein. Lol, ey, wieso muss man denn im Wasser sein? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ach man, kommen wir denn nicht den Kill? Präsentierteller. Ja, schön, ich mach zwar die Kill. Jetzt hat's wieder gezählt. Also ganz schlau werde ich daraus auch nicht. Aber ich sage jetzt mal kurz und knapp. Ich denke mal, ihr habt es jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, es hat anscheinend auch ein bisschen mit anderen Faktoren zu tun, aber man muss halt definitiv im Wasser sein. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Aufgabe. Ich versuche jetzt mal auf Krampf fertig zu machen und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.